Florin Wagner, heute Spiel, zuletzt mit 2-0 verloren. Wie haben Sie das Spiel gesehen heute? Ich denke, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben erste Halbzeit super gespielt und zweite haben wir uns leider dann ein bisschen gehen lassen. Aber ich denke, es gibt ein heißes Rückspiel. Ja, da waren ja für euch ja auch erste Hälfte sicher, aber zweite Hälfte auch ganz gute Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Mhm. Wenn ich richtig bin, kommen Sie von Leipzig. Sie haben auch in Zürich gespielt, glaube ich. Wie kommt dann? Ganz. Nein, von wo dann? Also ich habe in Dresden angefangen, dann in Leipzig und dann bin ich nach Luzern gegangen und dann jetzt zuletzt war ich beim FC Neunkirchen. Und wie kommt dann jemand von Deutschland in Praga zurecht? Ich wollte dann ein neues Land kennenlernen und bin in Prag gelandet. Mhm. Das gefällt mir echt gut. Ja, 2-0 ist dann schwieriger Ergebnis, aber ich denke, es kann in Prag noch ganz warm sein. Ja, es wird auf jeden Fall. Es beginnt wieder bei 0-0 und wir werden alles geben und ich freue mich drauf. Mhm. Kurz zu Prag selbst. In Prag in die Liga, in die Liga Tschechien, haben Sie mit Slavia am meisten der große Gegner, denke ich, nicht? Ja, mhm. Slavia ist ein großer Gegner und auch Slowacko. Ja, dann etwas ganz anderes. Heute hat man in den Nachrichten erzählt, dass zwei von den Männern von Prag, die irgendwas gegen eine Assistenzschiedsrichter gesagt haben, trainieren sollen als Strafe mit den Frauen von Sparta Prag. Ist das schon passiert oder muss das noch kommen? Davon weiß ich jetzt noch nichts, weil wir uns vor das Spiel konzentrieren. Okay, die werden dann in die Woche danach wahrscheinlich mit euch trainieren sollen. Das ist die Strafe, die bekommen haben heute. Das ist ganz gut. Kurz, was finden Sie von dieses Twente? Wie bitte? Was finden Sie von dieses Twente, FC, dann die Mannschaft? Von der Mannschaft? Ja. Sie machen die Tore, das hat heute entschieden, denke ich. Ja, die haben ja vergangenes Jahr auch Bayern München ausgeschaltet. Also die haben schon Erfahrung, aber ihr habt doch auch mit Sparta Prag welche Erfahrung in Champions League, nicht? Ja, Sparta hat auch Erfahrung in der Champions League. Für mich war es jetzt das erste Spiel. Okay. Ja. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ganz viel Glück für das Rückspiel und das ist das Beste für euch. Vielen Dank. Okay, danke. Dankeschön.